Schön, dass ihr alle wieder da seid. Freue ich mich, dass ich die Gesichter alle wieder sehe heute Abend hier. Wirklich finde ich klasse, dass ihr alle... Schofel ist auch wieder da. Ich dachte, wir treten nicht mehr zusammen auf. Du bist in Rente oder sowas. Wo kommst du denn her? Ich? Ja. Ich komme gerade von deiner Frau. Die ist ja total vernachlässigt, seit du dich nur noch im Karneval rumtreibst. Was? Ja, sag mal, wenn ich mit deiner Frau was anfangen würde, ne? Wären wir dann eigentlich verwandt? Verwandt nicht, aber quitt. Sag mal, was machst du heute Abend eigentlich so ein mieses Gesicht? Oh, hör auf, du. Heute ist der traurigste Tag in meinem Leben. Der traurigste Tag in deinem Leben? Ja. Was ist denn los? Ich habe mich heute daran erinnert, wie ich vor 20 Jahren meine Frau kennengelernt habe. Sie war 16 Jahre alt damals. Ja, was ist denn daran so traurig? Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich sie zum ersten Mal auf dem Rücksitz meines Autos so lovely, 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 lovely geliebt habe. Oh, das ist so schön. Was ist denn daran so traurig? Und ich werde es nie vergessen, wie uns ihr Vater dabei erwischt hat, wie er mir sein Gewehr vor die Nase gehalten hat und gesagt hat, entweder du heiratest meine Tochter oder du wanderst für 20 Jahre in den Knast. Ach, und dann hast du geheiratet, ne, statt in den Knast zu gehen. Ja. Stell dir mal vor. Was ist denn daran so traurig? Stell dir mal vor, heute wäre ich entlassen worden. Ja, das Problem habe ich ja nicht mehr. Nee. Nein, ich lebe jetzt mit zwei Schwestern zusammen. Schwestern? Ja. Sag mal, können die denn eine Ehefrau ersetzen? Ja, sind doch nicht meine Schwestern. Ist der Blöde, du. Nee. Sag mal, Schofel, darum trägst du neuerdings wohl auch jetzt Reizwäsche. Schofel trägt jetzt Reizwäsche. Liebestöter. Medima Liebestöter. Größe SE. Größe SE? Jawohl. Kenn ich nicht, kenn wohl XXL, aber SE? Du trägst SE. Small Elephant. Herr Schofel. Small Elephant. Hauteng, warm, viel Platz für den Rüssel. Die italienischen Handwerker, die haben ja sowieso nur eine große Klappe, ne? Haben sie. Ja, da stand doch jetzt in der Bild-Zeitung. Da hat ein deutscher Handwerker behauptet, dass wir Deutsche die besten Handwerker der Welt sind. Ach. Ja, er hat das auch bewiesen. Er hat gesagt, gib mir einen Hammer und ich baue dir ein Kreuzfahrtschiff. Da hat ein italienischer Handwerker gesagt, gib mir deine Tochter und ich mach dir die Besatzung. Schofel, ich bin auch auf Mallorca gewesen. Du auch? Ja, wunderschönes Hotel war ich. Ja, du, ich glaube, da habe ich deine Stewardess getroffen. Ja? Ja, ich habe die aus Versehen mit dem Ellbogen angerempelt. Ja, und hast dich wenigstens entschuldigt? Ja, sicher habe ich mich entschuldigt. Ich habe gesagt, wenn ihr Herz so weich ist wie ihr Busen, dann werden sie mir verzeihen. Da hat sie gesagt, wenn bei Ihnen alles so hart ist wie Ihr Ellenbogen, bin ich auf Zimmer 246.